Der Staatsanwalt hat eine Frage an Sie gerichtet. Hinter diesen Zeilen verbirgt sich die Geschichte eines Mordes. Bitte, Herr Präsident, bitte. Der Angeklagte ist unschuldig. Du hast nicht das Recht, Rüttgen noch länger in Haft zu halten. Nur, Sie sind eine ganz kleine Nummer. Wenn er recht hat mit dem, was er hier schreibt, dann ist sein Leben kein Pfifferling mehr. Er hat recht. Mörder! Mörder! Geben Sie mir Berner wieder! Es sah so aus, als würden Sie ihn zerquetschen. Warum glaubst du mir? Weil du nicht davonläufst ohne Grund. Und weil du einen Unschuldigen nicht monatelang in Untersuchungshaft sitzen lässt ohne Grund. Mein Gott, warum hast du das getan?